Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, das neue Update ist da, Update Patch 7.1. Und dann schauen wir doch mal, was da so aktuell alles drin ist. Es ist extrem viel geleakt worden diesmal. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. So. Hier geht's los. 14 Days of Fortnite. Bugfixes and more. Was wird's gehen? Am 19. Dezember. Das ist jetzt schon bald. Das ist nämlich genau heute. Das ist heute. Ja, hier steht am 19. Dezember. Am 19. Dezember startet 14 Days of Fortnite. Und da soll es geben neue Challenges. Und zwar nach alten Regeln, nach neuen Regeln. Und ja, wird jeden Tag wird irgendwas Besonderes da sein. Also es wird auf jeden Fall 14 Tage lang große Team-Modes alle 2 Tage neu geben und kleinere Team-Modes alle 24 Stunden. Ja, dann haben wir hier Neuigkeiten über die Weapons. Also die Heavy Assault Rifle. Also ist auf jeden Fall die Akku, sie wird exakter werden im Treffen um 10%. Wenn du stehst, immer noch 10%. Allerdings, wenn du springst und fällst, 60% wird es reduziert. So. Dann gibt es neue Ballon-Controls. Und da bin ich ganz froh drum, weil das ist mir jetzt tatsächlich schon ein paar Mal nach dem letzten Update passiert. Weil du springst mit dem Ding und dann springst du mit dem Ding und du springst mit dem Ding und du springst mit dem Ding und dann drückst du halt öfters mal die Leertaste, um zu springen. Ja, und dann ist mir halt auch schon passiert, dass ich dadurch schon gestorben bin. Ja, weil plötzlich meine Ballons weg waren und ich gefallen bin und war tot. So, und da fand ich nicht so wirklich prickelnd. Und glücklicherweise haben sie das geändert. Jetzt wird es nicht mehr der Jump sein, sondern der Crouch, also das Hinsetzen, ne? Hinsetzen oder Aufstehen, diese Taste. So. Dann haben sie beim Gleiter Redeploy etwas an der Höhe geändert, von 1000 Units auf 576 Units. So. Dann gab es wohl irgendwie einen Bug, dass Spieler in der Lage waren, Dynamit durch Gebäude hindurch aufzunehmen. Das wurde wohl gefixt. So, dann haben wir am Gameplay Veränderungen. Zum einen die Fahrzeuge, die unten am Boden sind, sliden jetzt über die Eisflächen. Ja, No Scoping wird jetzt inzwischen bei Eliminations angezeigt. Jo, ist Herrn sofort heute auch schon aufgefallen. Also, oh, wie geil, guck mal, da steht No Scope. Cool. Ja, das ist auch ganz gut, weil das haben wir auch überhaupt nicht verstanden. Du versuchst auf allen 4 Rädern zu landen mit deinem Fahrzeug, nachdem du einen Jump gemacht hast und kriegst Schaden. Why? Also, das haben sie so geändert, dass es jetzt keinen Schaden mehr macht. Dann gab es wohl irgendwas, wenn irgendwas neben einem Turret gedroppt wurde, ist es wohl jetzt einfacher, das zu bekommen. Dann, ja, das finde ich auch gut, die Flieger, dass die jetzt mehr Schaden bekommen, wenn sie Objekte hitten. Und wenn man boostet, kriegt man jetzt 50%, also Schaden, ne? Vorher wurde der komplette Schaden einfach mal weggenommen, wenn man geboostet hat. Jetzt gibt es Schaden. Das bedeutet also, mit dem Boost kannst du nicht mehr so ohne weiteres. Du kannst zwar durch Gebäude durchfliegen, aber rechne damit, dass das Ding Schaden nimmt. So.
Dann gibt es einen Unterschied jetzt, was den Schaden anbelangt, wenn du in dem Flieger sitzt. Wenn der Flieger jetzt abgeschossen wird, hast du jetzt nicht mehr 25 Schaden, sondern 50 Schaden. Und der Schaden wird direkt auf die Leben genommen, also nicht auf ein Schild. So. Dann gibt es ein paar Bugfixes und Zipline-Fixes. Okay. Ja, und dann halt diese Events. Also es wurde bei den Explorer Pop-Up Cups und bei den Friday Night Fortnite wurden nochmal neue Daten hinzugefügt. Das ist uns auch aufgefallen, weil eigentlich wäre heute dieser Duo Cup schon fertig gewesen, aber festgestellt, geht ja doch viel länger. Also insofern, egal, heute ein bisschen stressig gewesen, muss man nicht auch noch machen. So, was die Ressourcen anbelangt, wurde einiges geändert. Und ja. Playground, GPU und so weiter und so fort. Also da ist auf jeden Fall einiges drin. Dann geht's weiter zum nächsten. Es wird einen Trios-Mode wohl geben. Also bis jetzt war es ja nur Solo, Duo, Squad. Jetzt wird es wohl in Zukunft auch irgendwie Trios geben. Ob das jetzt ein dauerhafter Modus sein wird, das wird sich zeigen. Finde ich auf jeden Fall mega cool, weil man findet eher noch einen dritten Mann als einen vierten. So, dann haben wir hier ein neues Event. Ein Neujahrs-Event 2018. Warum 2018? 2019 müsste es dann sein. Sind auf jeden Fall mega viele New Year Timer, New Year Spotlight Gradient und so weiter und so fort. Sind auf jeden Fall viele Files, die dafür da sind. Also irgendwie so wie das aus diesen Files hervorgeht, geht es wohl darum, dass eine Disco-Kugel vom Himmel herunterkommt im Spiel. Und wird ein Feuerwerk starten und Disco-Musik spielen, wenn die Uhr ja Mitternacht schlägt. Sorry Leute, also wer spielt an Silvester um Mitternacht Fortnite? Ich nicht, dann bin ich draußen und böller. Und zwar richtig und nicht mit irgendwelchen hier in Fortnite. Also nee. Dann gibt es hier diese Raps, die man wohl durch Challenges bekommen kann. Das wird wohl die Disco-Kugel sein, die dann runterkommt und das Feuerwerk startet. So, das ist der nächste Leak. Dann, es geht weiter mit Leaks. Leaks, 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 Leaks. Ein Fortnite PlayStation Plus Celebration Pack gibt es ab sofort. Schauen wir mal da rein. Also PlayStation Plus, Celebration Pack, Outfit, Tabulator Pack, Bling und so weiter. Dann gibt es wohl ein Drachenei, das in Polarpeak verdeckt ist. Der Eisberg schmilzt. Und dieses Schloss wird wohl immer mehr freigelegt. Und irgendwann wird dieses geschmolzene Eis oder der geschmolzene Schnee ein Drachenei wohl freilegen. Und oh nein. Oh nein. Ein Drache soll dann dem Spiel wahrscheinlich hinzugefügt werden. Oh nein. Kann man sich das angucken? Was passiert da? Icy Castle. Schauen wir da mal ganz kurz rein.
Eisiger, was glaube ich gesagt? Ice Castle Trips. Achso. Das ist einfach nur der Sound. Das ist Ei. Okay, also ein Drache wird vermutlich irgendwie in das Spiel mit reinkommen. So. Dann gibt es ein klassisches, einen klassischen Modus, wo es nur Waffen aus Season 1 und Season 2 geben wird. Das wird Herren sofort tierisch freuen. Ja. Aber der Happy sein. So. Dann wird eine neue Maschinenpistole Einzug in das Spiel finden. Gucken wir mal, wie das Ding aussieht hier. Das sind die Sounds davon. So wird das Ding dann aussehen. Ja. Okay. Und dann haben wir noch einen allerletzten Leak. Das hier müssen wir uns auch mal anschauen. Carrot Consumable and Boombox Item. So. Was ist das denn? Das bedeutet... müssen wir uns erstmal anschauen. Ein brand new carrot consumable, das ist dann das hier. Und dann haben wir hier eine Boombox. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ja, dann sind natürlich neue Skins geleakt worden eigentlich, aber irgendwie finde ich die jetzt gerade hier nicht. Irgendwie sind die weg. Lass mal gucken. Nein, da sind sie, genau. Also, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Zum einen wird es jetzt hier ein Frozen Legend Starter Pack geben, was ziemlich nice aussieht, muss man wirklich sagen. Also zieht euch das mal rein hier. Ein Frozen Red Knight, ein Frozen Love Ranger und ein Frozen Raven. Hammergeil, mega interessant. Sehr, 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 sehr nice. Und dann sind die neuen Cosmetics gefunden worden. Und dann schauen wir mal hier rein. Ein Female DJ Yonder. Ah! Okay. So, hier eben diese Ice Legends. Das hier sieht ganz nice aus, muss ich ehrlich sagen. Was ein cooler Gleiter. Ah, der ist ja mal richtig nice, ne? Die Idee ist richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Eine Schneeflockenpicke. Auch geil. Auch geil. Auch geil. Hallsehendes Auge. So, auch geil. Auch geil. Oh, wie schön mit einer Schneekugel. Wenn da Schnee drin fallen würde, wäre natürlich auch nice. Okay. Neue Emotes. Haufenweise.
Das habe ich sowieso, hat mich die ganze Zeit schon oder habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, warum es sowas hier nicht schon längst gibt, ja. So ein Emote. Dann haben wir hier solche Backpacks. Sieht geil aus. Cool. Ja. Also auf jeden Fall einiges Interessantes drin. So, jetzt kommen wir aber zu dem, was wir eigentlich machen möchten. Wir kommen jetzt endlich zum heutigen Item Shop. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht. Was ist denn jetzt los? What? So, da. Da. Und da. Alles ein bisschen durcheinander gekommen gerade hier. So, also jetzt kommen wir zum heutigen Item Shop und gucken mal, was da so aktuell am Start ist. Sage mal, was schaffe ich dann gerade? Irgendwie komme ich hier gerade nicht so ganz klar. So. Jetzt können wir da wieder drauf. Alles klar. Ja, wie ihr seht, den Skiprofi hat sich da sofort natürlich gleich geholt. Ja, heute ist der Red-Nosed Raider drin. Das sieht echt so bescheuert aus, das Ding. Ja. Was soll ich dazu sagen? Red Nose Rudy, the Red Nose Reindeer. Ja, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ne? Also, ich finde, der sieht mega bescheuert aus. Ich würde so nicht rumlaufen. Auf der anderen Seite ist er mir mega witzig. Deswegen versuche ich jetzt irgendwo eine interessante, ich weiß auch nicht, gehen wir mal 6 von 10. So, und es sind tatsächlich auch hierfür schon Noten da. Ja. Sie sind schon da. So. Also, gucken wir uns die Noten mal an. Für den Red Nose Reindeer. Red Nose Rain Raider. Und er sieht folgendermaßen aus. So, da haben wir hier 4,95 von 5 bei 38 Votes. Ist am 17. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 760, wir meinen das. Ist natürlich ein mega beliebtes Ding, ne? Also, je oller, desto doller. Naja. Ich würde ihn wahrscheinlich mir nicht holen, aber gut. Also. Dann haben wir hier den Red Nose Ranger. Und der sieht auch total bescheuert aus. Dem gebe ich aber trotzdem auch mal 6 von 10. Oh je. Und das Teil hat hier 5 von 5, aber nur bei 2 Votes. Also, und keine Reminders. Ach, der ist heute das erste Mal drin. Ah, 19. Dezember 2018. Alles klar, der ist heute das erste Mal drin. Gut zu wissen. So, dann geht's nochmal weiter. Das, nee, dann sind wir hier mit durch. Dann kommen wir zu der Candy Eggs. Mit einem Stacheldrahtlämpchen. Also, eine Lichterkette. So, das Ding ist irgendwie mega cool. Und wir schauen mal. Also, was würde ich denn dem geben? Ich gebe dir mal. Eine Idee ist schon cool irgendwo. 8 von 10, 7 von 10. 7 von 10 gebe ich dem Ding. Und hier haben wir 4,96 von 5 bei 46 Votes. Auch am 24. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Ich habe das Ding noch nie gesehen. Ja, 609 Reminders. Okay. Dann haben wir hier wieder mal den Klassiker, den Shadow Ops. Kriegt von mir jetzt 6 von 10, der Shadow Ops. Und da sind die Noten folgende. 4,41 von 5 bei 34 Votes. Warum ist das denn eigentlich so? So. User with Reminders 68. Okay. Brilliant Striker. Auch 6 von 10.
Und hier 3,5 von 5 bei 8 Votes, 24 Reminders. Dann haben wir jetzt hier einen, ja, so ein neuer Style, Candy Cane. Ich kann mir im Moment echt nicht ansatzweise vorstellen, was ich damit anfangen soll. Ah, okay. Das ist natürlich auch interessant. Jetzt kann ich mal angucken, wie die Fahrzeuge damit aussehen würden oder die Waffen. Also die Waffe sieht scheiße aus. Ja, beim Fahrzeug. Fast ein bisschen American Style, ne? So, kann ich im Moment überhaupt nicht. Also ich weiß nicht. So, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich keine Note aktuell drauf geben. Dann haben wir hier den Hula. Oh je. Mit dem Skiprofi. Sieht schon sehr bescheuert aus. Aber auch wieder und der Hula bekommt von mir 8 von 10. Wie schaut's aus beim Hula? Hier haben wir 3,2 von 5 bei 10 Votes. Dann haben wir den Cliffhanger. Und das Ding ist, ja. Soll ich dazu sagen? Cliffhanger. Finde ich jetzt. Es geht 5 von 10. Cliffhanger 3,44 von 5 bei 9 Votes. Dann haben wir den Bring It und den. Ah, oh, heute. Heute hat er sofort ein Ding wiedergebracht. Da hatten wir auch so ein paar Kandidaten. Wir haben heute mal mit Auffüllen gespielt. Den Team-Modus. Da war einer. Ja, die ganze Zeit von Anfang an schon nur rumbeleidigt. Und dann hat er sofort, hat auch das hier gezeigt, Bring It, und hat ihn zu einem Kill-Duell aufgefordert. Und der Typ, oh, klar, logisch, Kill-Duell, aber er macht ihn fertig, Bitch, und was weiß ich, und bla 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 bla, fuck you, Bitch, und dies und jenes, und schieß mich tot. Und dann hat der Herr sofort mal locker über 30 Kills rausgehauen. Und dann hat ihn gefragt, oh, who is the fucking bitch hier? war schon amüsant. Er hat dann letzten Endes, ja, über das Dreifache gehabt, was die beiden zusammen hatten. Ja, also, letzten Endes, bring it, cooler Emote, macht Sinn, kriegt von mir 8 von 10. Und hier haben wir 4 von 5 bei einem Vote. Also 9. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal mit ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.